Bei meiner Ankunft in der Provinz Ifugao regnet es. Im Zentrum von Luzon, der Hauptinsel der Philippinen, ist das Wetter stets unbeständig. Jedes Jahr kommt es zu Taifunen, Überschwemmungen und Vulkanausbrüchen. Der Regen ist erfrischend für die Augen. Alles sieht dadurch ganz anders aus. Ihre besondere Form verdanken diese Berge den Einheimischen von Ifugao. Das Volk hat diese Landschaft bereits vor 2000 Jahren gestaltet, mit Terrassen für den Reisanbau. Ich fahre nach Kambulo, einem kleinen Dorf von Reisbauern. Dort hoffe ich, die Hutthut-Gesänge zu hören. Das ist ein Liederepos, der nur mündlich überliefert wird und die Geschichte des Ifugao-Volks und ihrer Berge erzählt. Es wird eine Reise zu den Ursprüngen des Landes, zur Zeit vor der spanischen Kolonisation. Ich erwarte, viele traditionelle und exotische Kulturen zu sehen. Die Einwohner von Kambulo sind damit einverstanden, eine Vorstellung für mich zu geben. Ihre Lieder tragen sie sonst bei Hochzeiten oder wichtigen Feiertagen des Reiskalenders vor. Die Aufführung wird eine Kombination aus Hutthut, traditionellen Tänzen und etwas Reiswein sein. Es geht um eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau. Manchmal lieben sie sich, manchmal nicht. Es gibt immer wieder Streit, aber das Schicksal wird sie am Ende trotzdem zusammenbringen. Bei der Aufführung wird ihre Geschichte nicht direkt und mit einfachen Worten erzählt, sondern umständlich und mit vielen Ausschmückungen, bevor es zur eigentlichen Botschaft kommt. Aber so sind die Hutthut-Gesänge. Keine geradlinig erzählte Geschichte, sondern Poesie. Als Gegenleistung für die Aufführung werde ich gebeten, etwas Geld für die Transportkasse der Kinder zu spenden. Manchmal muss der Reisende eben auch seinen Teil beitragen. Angesichts des allgemeinen Wirtschaftsbooms in Asien wundere ich mich, warum Kambulo nicht genug Geld für den Bus seiner Kinder hat. Warum herrscht auf den Philippinen immer noch so große Armut? Kann man ein fremdes Land wie dieses überhaupt vollkommen ergründen? Diese Reise wird das vielleicht beantworten. Nach den Ifugao-Bergen werde ich die Insel überqueren und in den Südosten von Luzon fahren. Dort nehme ich ein Boot zur Insel Masbate, dann per Fähre zur Insel Cebu. Schließlich werde ich auf die Insel Palawan fliegen, die das letzte Paradies genannt wird.
Manila. 14 Millionen Einwohner und das Machtzentrum der Philippinen. Ich bin neugierig auf die Lebensbedingungen. Diesmal ist es nicht die Landschaft, die mich interessiert, sondern die Menschen. In der Stadt treffe ich auf eine Schwulendemonstration. Die Lat-Lat-Partei stellte bei den letzten Wahlen einen transsexuellen Kandidaten und soll 600.000 Mitglieder haben. Und das in einem ultrakatholischen Land, wo Homosexualität und die Verwendung von Verhütungsmitteln mit Exkommunikation bestraft werden. Jesus kann euch verändern und euch helfen, nicht mehr homosexuell zu sein. Ihr könnt gerettet werden durch das Blut von Jesus Christus. Wir sind immer noch täglich Diskriminierungen ausgesetzt. Dabei gehen wir nicht offensiv vor, sondern praktizieren unser Liebesleben hinter verschlossenen Türen. Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle, sie werden in unserer Gesellschaft und von der Regierung diskriminiert. Deshalb sind wir hier, um für unsere Sache und unsere Rechte zu kämpfen. Denn die Bestrafung wird kommen. Deshalb zeigt mit eurem Leben, dass ihr bereut. Als Zeichen eurer Reue und für die Vergebung eurer Sünden sucht euch eine Sünde aus und gelobt, dass ihr sie das ganze Jahr nicht begehen werdet. Dann wird Gott euch in sein Königreich aufnehmen. Pagtawag sa'yo ng Panginoon, langit ka na. Amen. Amen. Ich habe dich gestern bei der Gay Pride gesehen. Was machst du bei der Kirche? Carlos Celdran ist ein politischer Aktivist. Vor 3 Monaten ging er in die Kathedrale und schwenkte ein Schild, das für Familienplanung warb, direkt vor den Bischöfen. Er wurde daraufhin für 24 Stunden eingesperrt und hat jetzt ein Strafverfahren gegen sich laufen. Laut Artikel 133 des Strafgesetzbuches, das noch aus den Zeiten der Inquisition stammt und bis heute in Kraft ist, riskiert er eine 6-jährige Haftstrafe wegen Blasphemie. Was ist die Reproductive Health Bill? Ein Gesetz, das bereits seit 14 Jahren im Kongress liegt und hoffentlich bald verabschiedet wird. Es sieht vor, die ärmsten Filipinos mit Gratis-Verhütungsmitteln zu versorgen und Aufklärungsunterricht an den staatlichen Schulen einzuführen. Bisher ist Empfängnisverhütung in der Stadt Manila verboten. Warum? Wegen der Katholiken. Auf den Philippinen gibt es nur eine sehr dünne Trennlinie zwischen Kirche und Staat. Man schätzt, dass pro Jahr 90.000 Frauen an Komplikationen infolge illegaler Abtreibungen leiden. Sogar der Präsident der Republik, der Familienplanung befürwortet, ist von Exkommunikation bedroht. Historisch gesehen ist die katholische Kirche die einzige stabile, beständige Institution auf den Philippinen. Die katholische Kirche kolonisierte die Philippinen weit mehr als Spanien. Spanien war zu weit weg. Da es auf den Philippinen kein Gold gab, hatte die Kolonie für den König von Spanien wenig Bedeutung. Deshalb wurden die Philippinen im Grunde 300 Jahre lang von der katholischen Kirche regiert. Die Geburtenrate auf den Philippinen übersteigt bei weitem das Wirtschaftswachstum. Diejenigen, die die meisten Kinder bekommen, stellen eine Belastung für den Staat dar. Wir sprechen hier über die Ärmsten der Armen. Ihr Anteil nimmt stark zu, weil ihnen die sogenannte reproduktive Gesundheit verwehrt wird. Die katholische Kirche spricht ihnen das Recht ab, Familienplanung betreiben zu dürfen. Manila ist für seine Slums bekannt. Die Situation wird immer schlimmer, statt sich zu verbessern. Ich will mehr darüber herausfinden. Carlos hat mir geraten, das Fabella-Krankenhaus zu besuchen.
Dort befindet sich eine der größten Entbindungsstationen der Stadt. Da die Behandlung gratis ist, kommen vor allem Arme. Zwei zusammengeschobene Betten für vier Frauen und vier Babys ist hier der Normalfall. Ich bin glücklich. Der Vater des Babys wollte, dass ich schwanger werde. Er wollte gern ein Kind. Und ich habe ihm dieses Baby geschenkt. Ich bin glücklich, obwohl ich bei der Geburt fast gestorben wäre. Ich bin glücklich, sogar euphorisch. Obwohl es schmerzhaft war und ich immer wieder pressen musste. Ich werde alles für mein Kind tun. Warum sechs Kinder? Wir haben das nicht geplant. Mein letztes Kind ist schon 6 Jahre alt. Ich bin Katholikin, mein Mann Baptist. Ich glaube aber nicht, dass das Einfluss darauf hatte. Ich bin ja nicht die Einzige, die 6 Kinder hat. Vielleicht ist es ein Geschenk. Wir waren sehr vorsichtig, trotzdem ist dieses Baby gekommen. Es war meine 8. Geburt. Ich hatte 7 Kinder mit meinem 1. Ehemann und dann diese Zwillinge mit meinem 2. Ehemann. Aber sie haben jetzt keinen Vater mehr. Er ist weggegangen. Jetzt gibt es nur noch sie und mich. Sie haben nur noch mich. An einem normalen Tag haben wir hier über 100 Frauen. Wie viele jetzt gerade hier sind, kann ich nicht sagen. Ich habe keine exakte Zahl, weil sich das ständig ändert. 1986 betrug die Bevölkerung der Philippinen 60 Millionen Menschen. Mittlerweile sind es 100 Millionen. Ein Zuwachs von 2 Millionen pro Jahr. 34% der Bevölkerung sind unter 15. Im übervölkerten Manila gibt es keinen Platz mehr. Makati ist das vornehme Wirtschafts- und Finanzzentrum der Hauptstadt. Und dahinter leben Familien auf Friedhöfen. Damit führt meine Reise von der Entbindungsstation direkt zum Friedhof. Alle hier sind obdachlos. Sie können nirgendwo hin. Wir lebten früher auf dem Südfriedhof. Dann wurden wir rausgeworfen, weil es nicht erlaubt ist, dort zu wohnen. Sogar Kinder und alte Menschen hat man rausgeworfen. Sie und ihre Familie leben in der kleinen Kapelle auf der anderen Seite. Sie ist meine beste Freundin. Das ist mein kleines Zuhause. Hier leben wir. Hier lebe ich. Ich wohne hier, weil ich nirgendwo anders hin kann. Das da ist es. Was soll man machen? Mein Mann und ich schlafen da drüben. Und die Kinder hier. Dort habe ich eine Feuerstelle zum Kochen. Feuer machen wir mit Holz. So überleben wir. Wir übernehmen Gelegenheitsarbeiten und kommen am Abend um 18.30 Uhr nach Hause. Ich habe 8 Kinder. 4 sind bereits verheiratet, 3 leben noch bei mir. Ich bin Mirasol, ich bin 18 Jahre alt. Als ich schwanger war, hatte ich ein bisschen Angst wegen der Geister. Das war unheimlich. Ich lebte schon als Kind auf dem Südfriedhof. Ich wuchs dort auf und blieb, bis ich 48 war. Auf dieser Seite des Friedhofs lebe ich jetzt seit 2 Jahren. Wir arbeiten noch immer auf dem Südfriedhof. Wir reinigen die Gräber. Damit verdienen wir etwa 2 Euro pro Monat. Manchmal werden wir bezahlt, manchmal nicht.
Mein Mann hat keine Arbeit, außer wenn uns jemand bittet, uns um ein Grab zu kümmern. Laut Schätzungen leben 30 Millionen Filipinos von weniger als einem Euro pro Tag. Schweren Herzens reiße ich mich los von Manila.